So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück gegen Larry. Ja, nachdem das mit den Wespen nicht so ganz geklappt hat, die Strategie, weil der Gegner mich zu sehr abgelenkt hat, beziehungsweise zu sehr das Spiel selber bestimmt hat, ein Stück weit, ne? War ich zu naiv in den Cronern, aber jetzt lassen wir uns nicht so leicht abholen. Lacht mich an, ne? Ist ein guter Commander, Giants-Spezialist. Fang und Sledgehammer ist jetzt nicht so eine Mörderkombi. Der Aerial Specialist könnte man tryen. Ich probiere es einfach mal. Ich will eigentlich jetzt vor allem so eine Strategie rauf und runter spielen, bis ich so halt die vielen Szenarios, die sie zu bieten hat, kennengelernt habe. Hab Haare im Mund, Alter. Und klarkomme auf die Strategie und wie, wenn der Gegner was spielt, wie reagiere ich. Da würden jetzt meine Balls stehen, dann kommen hier die Crawler. So harte Haare im Mund, ist ja crazy. Ja, gegen die Panzer will ich wahrscheinlich gar nicht mal mit den zweiten Crawlern weit vorne starten. Ihr kommt mal so von hier. Na, ich glaube, gegen Sniper ist so rum besser. So, something like this. Was holen wir jetzt dazu? Er wird Chaff spielen. Arclights sind eigentlich schon the way to go, denke ich. Eins, zwei, drei, vier. Vielleicht zwei Steps vor. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Steps vor. Ich glaube nicht, dass er mich mit der Kombi pushen wird. Wenn ja, dann habe ich hier ein Problem. Aber dann kann ich dann noch Fangs meinetwegen vorstellen. Wir probieren es mal so. Und schauen mal, was wird. Er stellt sich relativ defensiv auf. Es könnte funktionieren. Crawler kommen gut. Arclight vielleicht sogar ein bisschen zu spät jetzt. Aber sieht okay aus bis hier. Die kleben halt noch an den Crawlern fest, aber gleich nicht mehr. Wichtig ist, dass der Sniper fällt. Hier sind halt zwei. Und da sind auch jetzt schon meine Crawler down. Den Sniper habe ich. Also die Seite gewinne ich, die Seite gewinnt er, weil er halt zwei Sniper dort stehen hat, ne? Und auch, glaube ich, ein Crawler. Ne, beide Seiten waren Crawler. Aber warum hat er die so hart gewonnen? Vielleicht hole ich die Runde noch? Ja, schwierig. Leider nicht. Aber warum hat er ja da so stark? Also er hat irgendwie also das ist doch genau das gleiche Setup, nur ein Sniper mehr. Und es hat so viel Unterschied gemacht. Jetzt haben wir hier das UFO, das ist nice. Scorpion gegen seine Panzer ist auch nice. Firebatcher, da habe ich jetzt die Dings und die Mustangs brauche ich eigentlich nicht. Von daher nehme ich safe das UFO, weil ich halt meine Strategie spielen will. Aber die kommen halt schon relativ früh, ne? Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, zwei auf jede Seite stellen jeweils. Später noch Balls dazu holen. Je nachdem, was er halt macht, ne? Eventuell ist auch Chaff besser nachher. Er holt sich die Mustangs, okay. Dann sind die Balls auf jeden Fall geil. Dann zwinge ich ihn damit, das Anti-Air-Upgrade auszugeben. Wo hat er noch was geholt? Noch mehr Crawler, okay. Darf halt nicht Chaff vernachlässigen, ne? Da brauche ich auch noch. Das Ding ist, ich habe jetzt vergessen, was freizuschalten. Kein Geld habe ich eh. Geld habe ich eh nicht mehr, aber Fangs hätte ich noch freischalten sollen. Und Aerial Spitz. Ah, ich hätte. Oh mein Gott, das war stupid. Ha, das mit dem Freischalten konstant, das muss ich noch lernen. Jetzt hätte ich noch einen zweiten Sniper geholt. Der wird wahrscheinlich das Sniperfeuer jetzt aufziehen, weil da halt eben so weit vorne steht. Müssen wir mal gucken, vielleicht, ob wir vielleicht noch eine zweite Charge Crawler nach vorne packen. Ne, Moment, der ist langsamer. Ah, der ist langsamer, never mind. Ich dachte, der wäre gleich schnell wie Crawler, aber da habe ich mich wohl geirrt. Okay. Ist auch so ein bisschen Chaff clear, ein UFO, ne? Zieht jetzt relativ früh das Feuer auf sich. Kommt der da durch gegen den Sniper? Nee, kommt er nicht. Kommt der rechts durch? Jetzt komme ich rechts durch. Es ist so perfide, ne? Gut, aufgrund der Mustangs, denke ich mal. Aber auf einmal komme ich rechts mit Ease durch und links so gar nicht. Ist krass, was eine einzelne Einheit für einen Unterschied machen kann. Jetzt kriege ich wahrscheinlich ein richtig unangenehmes Debuff-Timing. Den Sniper zu holen war nochmal wichtig. Jetzt könnte er den Debuff auch langsam mal wieder aufhören. Ja, schwierig. Aber wir verlieren nicht
so viel Leben. Und das ist gerade, glaube ich, relativ wichtig für uns. Nano Repair ist, glaube ich, ganz nice für mein UFO. Ich kann mit einem Strike nicht so viel rausnehmen, von daher taken wir das. Dann würde ich actually die Balls freischalten. Um seine Sniper-Mustang und sowas alles abzulenken. Das ist einfach nur Kanonenfutter jetzt sozusagen. Und dann kommen halt die Crawler ein bisschen besser durch. So hoffe ich das zumindest. Dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen Defense actually ausgeben. Ich kann ja keine weitere Truppe mehr holen. Truppe. Gucken wir, was er macht. Er holt sich das Schild. Da sind jetzt natürlich die Balls ganz geil gegen. Und holt sich direkt das Anti-Air auf den Snipern. Jetzt muss ich halt Wespen spammen im nächsten Schritt, ne? Das Ding ist, er hat halt schon die Mustangs. Nichtsdestotrotz, Wespen-Spam-Idees. Range und Elite ist dann, glaube ich, erstmal Ziel. Hat er auf den Anti-Air? Hätte er auch. Also der Boy scheint anscheinend Angst vor Luft zu haben. Hat auf allem Anti-Air drauf. Okay. Hier hat er mein UFO schon bekommen. Alter Schwede. Das tut weh. Da muss ich noch eine Reihe Sniper, Crawler vorstellen. Oder, nee, Crawler doch, ja. Okay, Chaff. Und dann Wespen. Ist mein Call. Obwohl ich eigentlich jetzt schon Wespen haben wollen würde. Im Best Case. Um seine ganzen Sniper zu nerven. Deswegen, ich kriege auch nicht so viele Wespen jetzt halt, ne? Zwei Stück. Pro Seite jeweils. So ein Wespen-Drop wäre jetzt Zucker. Schade. Ja, hier gehen wir mal mit den Supplies, weil ich glaube, wenn ich gewinnen will, muss ich fürs Late-Game denken. Und daher nehmen wir die Supplies einfach mal mit. Und bauen hier gut Truppen. Rechts ist mein UFO jetzt relativ schnell down gegangen. Er ist Rhino-Spezialist. Habe ich natürlich absolut gesehen. Ich glaube, ich mache es so, dass mich da auch eine Bombe später nicht erwischen kann. Ich habe sein Schild bekommen, das ist ganz nice. Ich überlege gerade. Er könnte mit seinem Rhino hier einfach straight up drauf zulassen, drauf zulaufen. Ich habe zwar die beiden, aber die machen jetzt auch nicht so viel wett. Ich könnte noch eine Bombe platzieren. Aber die covert nicht so wirklich beides. Ich würde actually sparen und den Verlust dieser Runde in Kauf nehmen, um nächste Runde mehr Wespen zu holen und Tech auszugeben. Sowohl UFO als auch Wespen. Und Chaff brauche ich auch noch. Upala. Von daher machen wir das jetzt einfach mal so. Wir sparen ein bisschen. Sind auch Sparkosten. Super Shot hat er aber dabei. Gegen die Balls. Aber die Sniper konnte ich jetzt ablenken. Aber da muss noch mehr Chaff reinlaufen, weil jetzt ist das UFO schon wieder alleine, leider. Und zerstreut sein ganzes Feuer auf unnötigen Stuff. Sein Rhino ist in der Flank gekommen. Glaube ich. Ich habe es vorne nicht reinlaufen sehen, zumindest. Ja, der Damage wird jetzt wehtun. Ne? Jetzt, nächste Runde sollte ich anfangen zu gewinnen. Doch, doch. Wäre schon nicht schlecht. Die Frage ist, wo ist das Rhino gekommen? Es ist von vorne gekommen. Aber wo? Bin ich so blind? Na, da unten steht's. Ich glaube, das werde ich diese Runde erstmal mit einer Bombe stoppen, falls er es nicht verkauft. Ich will da jetzt nicht zu stark drauf reagieren. Fortress. Ich glaube, die Fangs mit Schilden sind hier mein Way to go. Melter, wenn er das baut gegen das UFO noch zusätzlich, wäre ein bisschen Overkill, finde ich. Bringt mir gar nichts. Ein Fortress, ich brauche Chaff. So, von daher. Das hier vielleicht, um seine Truppen abzulenken. Probieren wir es mal so. Wir wollen hier den Degenerationsbeam. Wir wollen mehr Wespen. Aber auch erstmal eine Bombe.
Kann ich die irgendwie so platzieren, dass sie nicht abgezogen werden? Dann platzieren wir sie mal so. Aber da sind sie relativ alone. Alone in the dark. Dann platziere ich die doch so. Falls er, es geht auch das Rhino schneller down, falls er es noch weiterhin spielt. Will ich hier Damage gegen Boden ausgeben? Ich glaube, ne? Das als erstes. So, dann will ich hier noch eine weitere Truppe haben. Ich brauche hier vorne noch Crawler. Kann man noch ein bisschen Angriff ausgeben. Reichweite hätte ich vielleicht auch drücken können. Ja, er holt sich hier mehr Stuff. Von daher, wichtige Bombe. Ich habe den Damage gegen den Boden. Die sind halt noch Level 1, deswegen wird das hier ein bisschen lange dauern, das alles down zu kriegen. Und der hält die damit gut auf. Aber der macht halt auch sonst nichts, ne? Aber das UFO ist hier halt weiterhin forever alone. Hier komme ich ganz okay durch mit den Wespen. Wenn ich denen jetzt noch ein bisschen Range dazu gebe, kommen die, glaube ich, schon besser klar. Als jetzt gerade. Der hat aber auch starke Mustangs, ne? Ist ein bisschen ärgerlich, aber er hat nur Mustangs auf einer Seite. Also diese Runde werde ich definitiv weniger Schaden nehmen. Wenn jetzt nicht der Double Debuff kicken würde. Ja. Hat er einen Verkaufsknopf? Nee, hat er nicht. Haben wir auch den Supplies genommen. Wie holen wir das jetzt? Wie holen wir das jetzt? Ich könnte mir eine Runde mit einer Nuke holen. Aber die ist halt für mich viel schwieriger zu handeln, als für ihn, weil er einfach schilden kann. Ich bräuchte Artillerie mit Feuer. Lacht mich hier so ein bisschen an, ehrlich gesagt. Um seine Mustangs. Die sind ja immer ungefähr hier. Ist die Frage, ob ich so weit komme mit meiner Artillerie. Ich glaube, wir nehmen ihn, um uns einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu geben. Ist halt sehr teuer jetzt. Seine, die müssen weg. Darf es auch direkt feuern gerne. Ich glaube, ich brauche hier wieder eine Bombe. Sonst nervt er mich da weiterhin. Und er hat da jetzt auch welche. Von daher spielen wir es synchron. Was nerven wird, wenn er da was reinpflanzt, ne? Vielleicht auch eher so. Aber so kann er sie halt auch leicht vom Himmel holen, ne? Ich glaube, ich stelle sie mal so hin, dass sie hier theoretisch noch was reinstellen könnte. Wenn mir danach ist. Reichweite, Speed. Geben wir hier nochmal eine Bombe aus, damit die ein bisschen schneller fallen. Dann schauen wir mal, was wird, ne? Das ist jetzt sehr nervig. Aber die Bombe kommt zuerst, das ist sehr gut. Feuer auch sehr gut. Seine Mustangs verbrennen. Auf der Seite auch. Geil. Leider nicht genug, um das UFO zu tanken. Aber vielleicht sollte ich da Platte ausgeben. Weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall das Anti-Air-Upgrade. Ja, es ist schwierig, ne? Also der Gegner setzt alles darauf an, Anti-Air zu haben. Und gegen die ganzen Also ich könnte mehr Balls bauen, I guess. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich hier tun könnte. Aber ich glaube, ihm ein paar Heavy Targets auf dem Boden zu bieten, würde ein paar Probleme lösen. Und ich glaube, Fortress mit Schilden, wenn ich jetzt noch überlebe, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, cool. Fortress mit Schilden könnten jetzt hier ein kleiner Gamechanger sein, oder? Für mich? Mit dem Absorption-Modul? Nochmal Deployment, Alter. Da kann ich 8 Einheiten bald setzen, aber ich will gar nicht. Also ich könnte ihn mit Schaff natürlich überhäufen, der von hinten reinläuft, ne? Habe ich halt noch gar nicht so. Der fehlt mir noch komplett. Tutto completti, aber ich habe auch nicht viel Geld. Ich habe nicht mal genug Geld, um mir 1000 Ghosters und dann. Wie viel kostet das Schild? Ich muss eigentlich alles für Kredit ausgeben. Ich könnte die noch verkaufen. Die machen, glaube ich, nicht viel. Aber ansonsten ist es schwierig. Ich müsste eigentlich auch Wespen upgraden. Ich kann hier nichts nehmen. Es gibt das, glaube ich, weil ich Angst habe, mir das nicht leisten zu können. So, 300 kostet es.
Oder lieber ganz vorne, actually. Ich glaube, ganz vorne ist mein Call hier. Und dann hängt er sich auf jeden Fall auch direkt da auf. Ist die Frage, wie lange die standhalten, ne? Hier brauche ich auf jeden Fall wieder einen davon. Und mehr Geld haben wir dann auch nicht, um noch irgendwas aufzurüsten. Ja, mal schade. Obwohl ich es alles so viel so dringend brauchen würde. Und jetzt schauen wir mal, was er sich ausgedacht hat für die Runde. Er hat verkauft, okay. Das heißt, er wird mich da auch nicht mehr so lange nerven. Das ist auch gut. Hat er dir noch Range gegeben? Nee, bei Missile Interception. Oh, okay. Die Wespen brauchen mehr Range. Damit das UFO vorfährt und halt eben die Mustangs tankt. Aber ich werde diese Runde nicht mehr überleben. I surely won't. Kacke. I've tried. Aber meine Strategie failed und failed. Was hätte ich großartig anders machen können? Der Gegner hat anscheinend schon 80 Mal dagegen gespielt. Naja, er hatte ja alles und war super darauf vorbereitet. GG natürlich. Hat leider nicht rausgerissen. Range auf den Wespen wäre... Aber das wäre so teuer gewesen an diesem Punkt des Spiels. So teuer. Und Armeen. Armeen. Ah. Ja, war ein gutes Game von ihm. Hat er richtig gut gemacht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat gefallen. Wir gucken noch an, diesmal, wie viele Punkte wir gemacht haben. Oder wie viel wir verloren haben, besser gesagt. Jetzt habe ich es einfach geskippt. Perfekt. Ja. Das war eine weitere Runde Megabellum. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.